In diesem Video werde ich Ihnen den Two-Step-Ansatz erklären zur Prüfung von SEM-Modellen, also von linearen Strukturgleichungsmodellen. Wenn wir ein lineares Strukturgleichungsmodell testen wollen, unabhängig vom Programm, also ob jetzt AMIS oder Laban oder M+, dann gibt es verschiedene mögliche Vorgehensweisen für diesen Test. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Modell als Beispiel mit zwei unabhängigen Variablen, einem Mediator und zwei abhängigen Variablen. Auf die Federterme und Disturbances habe ich in der Zeichnung mal verzichtet. Die Frage ist, wie geht man jetzt vom Ablauf vor, um so ein Modell zu testen? Der in meinen Augen suboptimale, einfachste Ansatz wäre der One-Step-Ansatz. Dabei prüft man einfach dieses Modell. Das heißt, man modelliert dieses Modell mit dem entsprechenden SEM-Programm und betrachtet dann den Chi-Quadrat-Test und die Fit-Indizes und führt unter Umständen dann Modellanpassungen durch auf Basis von Modifikationsindizes. Wo ist das Problem bei diesem Vorgehen? Wenn das Modell nicht perfekt passt, dann gibt es zwei verschiedene mögliche Gründe. Es kann daran liegen, dass im Bereich der Messmodelle der Modellfit nicht optimal ist. Und es kann sein, dass im Bereich des Strukturmodells, also im Zusammenhang zwischen den latenten Variablen, die Fit-Probleme entstehen. Oder auch beides. Und das lässt sich in diesem One-Step-Ansatz sehr schwer auseinanderdividieren. Daher ist der nach meiner subjektiven Einschätzung aktuell wohl dominierende Ansatz der Two-Step-Ansatz, der diese beiden Teile vom Ablauf trennt. Bei dem werden zuerst die Messmodelle betrachtet und optimiert und erst, wenn die Messmodelle soweit stimmen, kommt das Strukturmodell ins Spiel. Das heißt, im ersten Schritt führen wir eine CFA durch und noch kein komplettes SEM. Das heißt, wir führen eine konfirmatorische Faktorenanalyse durch mit all unseren Konstrukten, die nachher in das SEM-Modell eingehen sollen. Und all diese Konstrukte können frei mit anderen Konstrukten kovariieren. Das führt dazu, dass die Strukturkomponente in diesem Modell just identified ist. Das heißt, die Strukturkomponente, also der Zusammenhang zwischen den latenten Variablen, passt in dieser CFA immer perfekt zu den Daten. Also jegliche Fit-Probleme müssen dann Fit-Probleme auf Basis der Messmodelle sein. Wenn die Messmodelle passen, ist gut, dann würden wir schon zum nächsten Schritt übergehen. Wenn wir jetzt bei diesem Modell aber noch Fit-Probleme haben, dann würde man gegebenenfalls dieses Modell anpassen, wie man generell im Rahmen von CFAs Modellanpassungen über Modifikationsindizes vornimmt. Hier mal als Beispiel habe ich zwei Anpassungen eingezeichnet, die vielleicht von den Daten erforderlich waren. Hier eine Crossloading, hier eine Federkovarianz. Und dieses Modell ist jetzt die Ausgangsbasis für den zweiten Schritt. Denn im zweiten Schritt prüfen wir jetzt unser gesamtes Modell mit den im ersten Schritt gegebenenfalls angepassten Messmodellen. Denn jegliche Verschlechterung im Fit, im Chi-Quadrat-Test oder in CFA, RMSEA, SRMR oder ähnlichen Fit-Indizes in diesem Modell beruht dann auf der Strukturkomponente. Das heißt, wenn wir ein akzeptables Messmodell hatten, aber jetzt das Strukturmodell nicht akzeptabel ist, dann wissen wir, die Ursache dafür ist irgendwo im Strukturbereich zu suchen, also im Zusammenhang zwischen den latenten Variablen. Und auch da würde man jetzt gegebenenfalls Anpassungen mit Fit-Indizes vornehmen, soweit das inhaltlich und theoretisch begründbar ist. Nehmen wir als Beispiel hier mal einen zusätzlichen direkten Effekt, denn das ist bei Mediationsmodellen eigentlich fast immer inhaltlich und theoretisch begründbar, dass man eben neben indirekten Effekten vielleicht auch den einen oder anderen direkten Effekt hat. Was noch zu diesem Two-Step-Ansatz gehört? Man sollte neben diesem Modell auch noch Alternativmodelle prüfen, die ebenfalls theoretisch denkbar wären. Der Schritt wird in der Praxis häufig weggelassen. Der ist aber insofern wichtig, weil nur weil ein Modell vernünftig zu den Daten passt, heißt nicht, dass nicht andere Modelle auch zu diesen Daten passen würden. Was beim Testen von Alternativmodellen noch als Problem auftreten kann, ist der sogenannte Fall des Interpretational Confounding. Das bedeutet, dass die Messmodelle, das heißt die Ladungsmuster unserer latenten Variablen, sich ändern, wenn wir das Strukturmodell ändern. Ein verändertes Ladungsmuster hat aber die Konsequenz, dass die latente Variable jetzt mit dem geänderten Ladungsmuster auch eine leicht geänderte inhaltliche Bedeutung hat. Deshalb, wenn Sie Alternativmodelle testen, ist es wichtig, dass Sie dann auch gucken, ob die Ladungsmuster der Faktoren sich ändern. Außerdem noch wichtig bei dem Vergleich von Alternativmodellen, Sie können im Regelfall nicht den Likelihood Ratio Test einsetzen, weil der Test nur für genestete Modelle anwendbar ist. Da setzen Sie dann eher Informationskriterien ein, wie AIC oder BIC. Als Literaturempfehlung zum Thema, wie man vom Ablauf her ein SEM-Modell am besten prüft,
empfehle ich das Standardwerk von Rex Klein, Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Die Quellenangabe finden Sie dann auch in der Videobeschreibung. Damit bin ich am Ende von diesem kurzen Überblick über den Two-Step-Ansatz zur Prüfung eines SEM-Modells. Ich hoffe, das ist hilfreich für Ihre Modellmodellierung. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.